Meine Leute, willkommen zurück auf der Ichimura. Nach langer Zeit sind wir wieder da und stoßen hier direkt auf Interaktion mit. Wieder mit dem komischen Doktor, ey. Erstmal wieder ein bisschen reinfinden, ne? Ich weiß, wir haben letzte Folge diesen Anzug geupgradet auf die letzte Stufe. Richtig gut. Wird uns definitiv helfen. Dann wollen wir mal schauen, was der jetzt schon wieder ausgebrütet hat. An welchen Hoffnungsschimmer klammern Sie sich, wenn alles um Sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf Ihre Transformation, Ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit aufzuerstehen, Mr. Temple? Natürlich sind Sie das. Haben Sie keine Angst. Sie werden bald schon ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen! Sie sind bereit! Nehmen Sie sie an! Heißen Sie sie willkommen! Passiert jetzt noch was mit ihm? So komisch. Achso, der ist zugeklebt, der Mund. Oh Mann, ey. Ich meine, diese Bio-Schlotze, die ihn so langsam macht. Ich weiß auch echt nicht mehr, was jetzt noch so passiert, ne? Das ist irgendwo ganz cool. Aber hemmt mich auch so ein bisschen, ja? Auf der anderen Seite sind wir natürlich hier ein schön harter Killer. Dass uns das ja nicht juckt. Alter, mein Herzschlag. Also der Herzschlag von Isaac ist hoch. Ach, guck mal da unten. Oh, kacke. Ich weiß nicht, ob da Flammenwerfer mehr sind. Ich komme hier gar nicht durch, oder? Oder kann ich das hier nerven? So, wir müssen ja diese komischen Navigationskarten einsammeln oder irgendwie so weiter, ne? Um diese Shuttle in Schwung zu bringen. Achso, guck mal, wir können hier rum. Oh, ich doch richtig gesehen, dass da was in der Hand ist. Oh, die Richtung schlechter hier rein. Ich hab gedacht, der hat so ein bisschen gesprochen, oder? Und jetzt kein Bock hier, dass die mir hinten in den Popo pieksen. Oder wieder irgendwo aus der Lüftungsschächte springen. Einfach Bein abgetreten, Alter. Also ich hätte ordentlich Wumms. Ich hab gerade ein bisschen Schiss. Ist das eigentlich der richtige Weg? Weil wir hatten ja noch andere Möglichkeiten. Zumindest wirkt er nicht so. Nee, er ist wieder hier. Ah, da kommt er schon. Oh, ich komme ja nicht weg, Alter. Ich fahr hoch, oder? Ich hoch fahr? Hab ich nicht? Das ist ekelhaft, ey. Irgendwie,
Gut, aber... Haben wir ja auch aufgewertet, ja, diese Powerkanone. Da müssen wir durch, ja, mit dem Blitzer nicht. Genau! Was ist hier denn? Was ist hier denn? Ich will eindeutig eine Hechtrolle. Ja, er schützt die Spieler vor, oder? Einfach probiert. Die Dinger sind einfach. Egal, ne? Weil dieses Laserkanon ist einfach nur Müll, ganz ehrlich. Da haben wir jetzt zwar investiert drin, aber die fühle ich einfach nicht, ne? Das ist einfach, du hast, dadurch, dass du so, sowieso schon so clunky bist und dann schränkst du dich noch durch die Waffen ein, hol einfach nicht hin. Was ist hier alles? Ich würde gerne gucken, ob ich hier noch was ransaugen kann. Nee, nee, du. Oh, oh, Alter, bin ich mir erschrocken. Scheiße, Mann. Was machst du denn da? Oh. Was haben wir noch für Medikits? Dann nutzen wir das gleich. Oh, kann er nicht machen, ey. Die mir zu noch fast gut, da muss man so nicht angreifen. Scheiße, ey. Nee. Schiebt die mal zum Stuhl in die Sicht. Gucken, was er dazu sagt. Sind wir auch, okay? Und dann machen sie weiter. Einfach nur weg hier. Geht's jetzt bestimmt oben weiter. Das Schlimme ist, wir haben jetzt fast alles verschossen, ne? Also, Plasma-Cutter-Energie geht, glaube ich. Aber so ansonsten nichts. Wir können die alle Strahlenkanone mal einmal vollladen. Mag ja für den einen oder anderen Gegner geil sein, ne? Aber. Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und ich weiß, dass Sie es interessieren wird, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navikarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beeilen Sie sich! Hey, sind alle verrückt. Ich brauche erstmal schon Kaffee. Platz für die Kaffeetasse. Ich hasse euch alle hier, ihr seid Scheiße. Ihr wollt mir alle nur ins Leder. Oh, gratis. Oh ja, klar. Könnt ihr ausweichen, war so fett. Vielleicht macht die Rüstung ja auch unheimlich schwer, einfach nur. Hier, nimm das.
Ja, was schießt denn da mal auf mir? Ist doch noch nicht. Treffe ich nicht, ne? Wie wird das denn sonst immer gelöst? Ach, das ist doch kacke. Ich bin Müll. Ich hab keinen Bock drauf. Das ist scheiße. Ich werde immer nur mehr, du kannst immer wieder machen, Alter. Das ist alles so Lebensenergie, die man so sparen könnte, ne? Ja, und da ist die Ladung weg, Alter. Du kannst nicht durchdrücken. Lächerlich. So. Also unsere Ressourcen, die gehen hier gerade richtig runter. Hätten so ruhig mal so ein Feuerding hinstellen können hier, so ein Sprengstoff, was? Mann, ey. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht so richtig gut für uns läuft. Und das stresst mich. So, hier. Ah, okay. Zugangskarte, alles klar. In den Dingsraum müssen wir nachher bestimmt zurück. Da, wo wir herkamen. Und jetzt ärgert mich mit der Energiekanone. Ach, guck mal, da sind wir ja. Oder? Ja. Nee. Sieht nur so ähnlich aus. Neue Räume heißen immer, dass uns da neue Gefahren auf den Sack gehen. Heute kauft hier doch keine Arbeiter. Okay. Bist du dir sicher? Okay. Ungewöhnlich. Alle Teile dran und tot? Aber den so schön aufgerüstet, jetzt können wir den irgendwie nicht mehr so richtig nutzen. Weil hier jetzt bloß noch so komische Zeug rumtun. Die Lebenserhaltungssysteme im Schlafblock B wurden ausgeschaltet. Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen. Laserkanone. Schnell mal speichern. Ich glaube, am nächsten Laden. Verkaufe ich diese Kanone, ja. In der Hoffnung, dass wir dann die Munition nicht mehr finden. Weil irgendwie denke ich, mit zwei Waffen ist man eigentlich super ausgestattet. So, komm schon. Einfach darf ich jetzt hier. Server mich so an mir rum.
Das ist irgendwie immer noch ganz lustig. Auch wenn die Zielen echt schwer ist, könnte auch jeder mal hinaus gut schief gehen, ja? Türschloss überbrücken. So, überbrückt mein Türschlösser, Leute. Zweimal in dein Bein. Zweimal auf den Arm. Ist auch doch ein ganz geiles Gefühl, ne, wenn man so die Waffen aufgewertet hat und man spürt es dann, ne? Aber wenn man drüber nachdenkt, was zum Anfang so in diese Elite ging, dann nenn ich's mal. Munition verschossen hat. Mal ein bisschen Fleisch rumspritzen hier. Oh, geil. Ich dachte, wir haben massiv überbrückt. Was ist los? Was ist los, Alter? Achso, hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte. Das war ich gerade gefunden. Dann wollte ich hier hin. Block B. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Eintritt Vakuum. Vakuum. Da liegt der Händel wieder rum. Dreckige Ratte. Kopflos, ey, bitte. Oh, hier neben mir ist Kamerad. Oh, er hat einen Gummistiefel an. Hat er noch. Ende des Vakuums. Finde, ey. Wenn du zu viel klarkommst. Ich mach die Tür nicht auf hier. Eintritt Vakuum. Wie tut das, wenn man an der Tür... Nein. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Ja, ne? Oder? Okay. Ja, wenn man an der Tür ist, dann kann man ja wenigstens bequemlich wieder einfach rausgehen, ja? Sparen wir uns Sauerstoff. Station, okay. Jetzt müssen wir hier alles durchprügeln. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Badezimmer geht ja zum Glück immer schnell. Ist ja nicht viel los. Dann gehen wir jetzt schon mal tanken, dann kann der sich ja noch aufhören. Tudun. Hier ist einfach nur gemütlich. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Powerbaby, Alter. Wie so ein Ninja-Turtle da oben. Hey, jetzt kommt die Hero-Turtles. Mann, jetzt ist doch mal gut. Da kommt bestimmt neu, ne?
ist der Raum einfach zu groß, dass nur einer drin sitzt. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Ja, das war so klar, Alter. Mach Feuer! Isaac, mach Feuer! Was denn? Ach, wir können kein Feuer machen, ist ja Vakuum. Oh, boi! Oh, ist das... Das ist ja mal richtig schlecht. Das war jetzt ja richtig brillant. Und das ist so logisch, ne? Okay, vielleicht können uns ja das Ding jetzt doch nochmal helfen hier. Wobei ich einfach nicht von aussehe. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Hat ihr recht? Oh ne, er will noch. Genau, das war so nicht gedacht. Ich will dann immer wechseln wie beim Plasma-Cutter und dann macht er diese Druckwelle auf dem Boden. Komm doch mal runter da jetzt. Ein Schmierlappen. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Nicht. Kommt er denn jetzt her, bitte? Die brauchst du ja nicht mehr. Ich geh erstmal raus, da weiß ich, dass eine Sauerstoffquelle da ist. Ah, klar. Wir holen einfach voll den Rücken. Das ist mega cool. Also, ich hab Zeit. Ich hab die Zeit. Rausgekommen? Nee. Oh doch! Was ist denn hier? Oh Gott, boy! Mein Dings ist alle. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Ach hier, da wird er nicht geschmissen. Bin hier heute ein bisschen drüber, Leute. Tut mir leid, ja. Aber ich möchte ja auch weiterspielen trotzdem. Nach der Arbeit ist man manchmal nicht ganz so frisch. Und dann gerade auf dem Montag ist das ja heute, also der erste Tag ist am Montag immer so. Oh. Einfach an den Herd stellen und im Kreis brechen. So ist Montag. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Ich habe Angst, dass wir gleich schon wieder sterben. Jetzt schrott der sich oben mit bewegt, ne? Gibt es hier Sauerstoff, Leute? Ne, okay, schnell zurück. Aber wir haben ja keinen Kanister, das ist ja der Doofe. Müssen wir das hier mal einfach durchsprinten. Jetzt ein bisschen blöd, es sind viele Wege. Wenigstens ist sie dann immer rechtzeitig wieder aufgeladen, wenn wir kommen. Das ist eine gute Station. Ist unsere Knarre aufgeladen? Okay. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Knoten raus operieren, das ist noch nicht unser Ziel. Ja? Der Powerraum. Ich bestimmt noch ein bisschen mit in den Betten rum. Oh, okay. Nice. So, welchen Raum hatten wir denn noch nicht? Von hier kommen wir ja dann wahrscheinlich, ne? Genau, hier sind wir drin. Haben wir denn unsere Aufgabe jetzt erfüllt oder was? Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Ende des Vakuums. Wir können ja theoretisch auch ein bisschen shoppen gehen. 200, der ist schon mal voll.
Stase haben wir noch einmal. Können wir nochmal speichern? Besser ist, oder? Ich meine, könnte theoretisch nur besser werden, wenn man nochmal nachspielt. Aber man ist ja auch froh, dass man es hinter sich hat. So, ja, stimmt, das ist die letzte Tür, die noch. Nicht. Okay. Hat die hier hingezeigt, ja? Ich hab schon erzählt, dass ich Kaiser of the Remake bin. Da bin ich auch bereit, wieder zu Origin zurückzukehren, ne? Ist halt einfach so. Und ich hab. Hast du einen Freund besucht? Ah, hier kommt der bestimmt hier angehampelt. Alter, wir haben keine. Oh Gott, scheiße. Oh, nicht gut. Das müssen wir uns jetzt. Das müssen wir uns jetzt top einteilen, oder? Oder? Aber wir können ja, wir müssen auch zurück. Auf jeden Fall am Shop was kaufen. Ein bisschen Kohle haben wir ja gemacht. Wenn jetzt hier Beute Romeos kommt. Aber bloß 8 Schuss für den Newton. Ah, da sind wir rein, Alter. Oh, der ist aber schon alleine. 6 Schuss. Wo geht's denn hier hin? Achso, nee, hier war kein Laden. Oh nein! Nee, lass mal hier drin, Den lassen wir einfach da drin. Oh. Mein Bruder ist er. Das habe ich letztens ein Angebot gesehen für Dead Space 2. Das gibt es jetzt auch für 3 oder 4 Euro, ne? Habe ich auch überlegt, ob wir dann vielleicht einfach damit weitermachen. Damit wir im Flow bleiben. Weil für 3 Euro macht man da echt nichts verkehrt. Und der zweite Teil, der war auch noch ganz cool. Der hat das Video weitererzählt und das alles so ein bisschen besser gemacht. Also so die coolen Sachen noch weiter ausgebaut. Nur im dritten war das ein bisschen abgespaced, aber wenn der auch 4 Euro kostet, ja, dann können wir uns den auch noch gönnen. Mal schauen, ja. So. Was, da haben wir auch schon ein bisschen rummontiert, ja. Aber wir haben wohl bloß 2 Knoten, das lohnt nicht. Da kommen wir nicht weit mit. So, dann sollen wir jetzt bestimmt. Okay, das passt ja, aber wir müssen sowieso runter, weil der ist der Laden. Ein bisschen Munition kaufen. Ich bin der Meinung, dass hier vorhin überall Kerzen lagen, als ich die Aufnahme gestartet habe. Hat uns einer unsere Kerzen geklaut. Ja, Lunken. So, ah, und auf jeden Fall hier dieses Ding verkaufen. Ja, auch wenn uns das gerade nochmal den Hintern gerettet hat. Slicer, Putzgewehr. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die anderen Sachen so. Chinese-Booster. Ich finde, der Ripper sieht immer noch ganz interessant aus irgendwie, aber. Ripper. Kann ich die gar nicht verkaufen? Ich weiß, dass die im Inventar sind. Oder reicht das, wenn man die in den Safe schiebt? Ich bin natürlich auch nice.
So, dann würde ich jetzt gerne noch erstmal massig Mühen kochen. Ist mir jetzt egal, ja, aber ich habe keinen Bock hier plötzlich wieder ohne was dazustehen. Dann haben wir auch nochmal ein bisschen was. Medikit geht ja gerade. Lassen wir erstmal so, Leute. Und dann würde ich sagen, ich speichere hier an der Stelle. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wie wir die letzte. Diese letzte Karte besorgen. Und dann hoffe ich ja, dass wir demnächst mal das Schiff verlassen. Aber ich kann das hier nicht mehr sehen. Das wird mir halt hier zu eng und zu manchig, ja? Alles klar, Leute. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Dead Space. Haut rein.